Hallo und herzlich willkommen zu einem schnell spontanen Video von mir. Und diesmal ist es zwar so, ich filme nur mit einer Kamera, ich filme auch nur mit einem internen Mikrofon jetzt da. Es geht nur rein und da ist, ich möchte mit euch zusammen einschauen, was in der Far Cry 5 The Fall Edition drinnen ist. Wir werden ein schnelles Unboxing machen, wirklich ein schnelles. Ich habe da jetzt die PS4-Version, die Xbox One-Version spiele ich. Ich bin gebeten worden, sage ich jetzt einmal, ob ich ein Far Cry 5 Review machen kann über das Spiel. Ich werde es probieren und schauen, ob ich das zusammenkriege. Und da ich schon längere Zeit eigentlich nichts mehr mit Spielen gemacht habe, deswegen machen wir das Unboxing. Ich stelle mir die Box gleich da her, wir wahrscheinlich zwischenzeitlich mit der Kamera oder was einrichten müssen, dass das alles passt. Und ich komme gerade drauf, ich habe nichts zum Aufschneiden da. Okay, ich hole jetzt einmal ein Messer und ich bin wieder da. Boah. Messer. Ich muss mir jetzt echt ein reines Unboxing-Messer zulegen. Weil momentan zeige ich mir irgendein Messer daher. Auf die Scheide. Ich bin Karton entschieden. Das ist blöd. Was? Wo ist auf die Tür zu? Wo ist das Messer? Schnell zurecht. Und. Scheiße. Ihr seht genau. Da habe ich mit dem Messer eingeschnitten, sage ich. Aber dafür haben wir die Überhaut. Kurz zur Verpackung. Okay, ein Überschub. Mit den Screenshots auf der Seite. Auf der Rückseite sieht man eigentlich eh alles, was drinnen ist in der Edition. Also auf der Rückseite sieht man eh alles, was drinnen ist in der Edition. Aber auf dem Büttel anschauen ist nicht so gut, als wie wenn man es noch direkt in der Hand hat. Wie tun wir das jetzt da zum Schummeln da her? Nicht, dass ich einen Blödsinn sage. Dann gehen wir her. Und es geht los. Ihr seht jetzt wahrscheinlich gerade, wer sieht. Mich sieht man fast gar nicht mehr. Okay. Mit was fangen wir an? Ich bin dafür. Wir haben einmal das Spiel in der PS4-Edition. Wie gesagt, ich spiele schon jetzt da zwei Tage. Was ist noch drinnen? Ein Steelbook. Ich halte das euch jetzt. Ja, jetzt kann ich nicht. Ich halte das mal so hin. Steelbook. Ich hoffe, dass alles scharf ist, weil ich habe keinen Autofokus aktiviert. Dann was haben wir dann noch drinnen? Far Cry 5 The Fall Edition Download Code für Big Game Hunter Pack und für Ace Pilot Pack, dann ein Chaos Pack, Explosiv Pack, Doomsday, Prepper Pack. Das sind im Endeffekt so Waffenskins, Quant, was man kaufen kann, Cappies, Waffen und man kann die Fahrzeuge im Spieljahr auch eigens gestalten, also vom Design her, nicht jetzt wie das Fahrzeug ausschaut, aber was die Lackierung betrifft. Solche Packs sind da inkludiert mit den Download-Codes. So, das heißt einmal Download-Code, einmal das, was haben wir dann da drin? Dann mal auf die Seite. Und zwar eine Karte, so ich muss das jetzt nicht ein bisschen alles zur Seite nehmen, weil jetzt wisst ihr, was das nicht mehr. Eine Karte von Hope Country, Montana. Auf der Karte spielt sich im Endeffekt das ganze Spiel ab. Es ist aufgeteilt in drei große Areale. Ich schaue, dass ich das jetzt irgendwie so zeigen kann. In Whitetail Mountains, in. Was? Holland Valley und in Hanbane River. Im Spiel selber beginnt man, ich glaube, da drinnen auf der Insel. Ich hoffe, ich halte es einmal nur gerade hin. Ich zeige euch noch, wo man im Spiel beginnt. Wenn man die Karten umdrehen,
haben wir ein kleines Poster, wer es braucht. Jetzt aber ist ganz ich finde es cool. Schaut wie ein Unterleger von einer großen Fastfood-Kette aus, mit der Werbung da auf der Seite. Und jetzt schauen wir, ob da noch was drin ist. Einmal der Far Cry 5 Soundtrack auf CD. Ich persönlich muss gleich ehrlich sagen, der Soundtrack ist echt gut. Also lasst euch da überraschen. Oder ihr werdet es hören, wenn ihr es jetzt eh schon spielt. Und das war es einmal soweit. Und kommen wir jetzt zum Wichtigsten, zur Figur. Da ich ein alter Sammler bin, was Collectors Edition betrifft, tue ich jetzt das alles ganz sachte zu lang und nachher wieder zusammenbauen. Und ihr seht da schon, der Vater himself bei seiner Predigt hinter einem, man ist zwar Kunststoff, aber hinter so einem Farbglas, wie in der Kirche. Ich will euch jetzt noch nicht zu viel verraten vom Spiel, aber es ist storymäßig, hat es mir bis jetzt sehr gut gefallen. Mir gefällt das Setting und mir gefällt die Geschichte hinter der Sekte. Nichts so ungut, aber wenn euch das Video gefallen hat, ich darf mich freuen, hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr Fragen habt, bitte fragt. Ich hab wirklich, ich schaue immer, dass ich antworte. Und vergesst nicht, das Glockel da rechts am Video jetzt da neig zum Betätigen, dass kein neiges Video mehr von mir verpasst. Also danke, dass ihr eingeschaltet habt. So schnell ist rein. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!